Rasen, liebe Zuschauer. Zwei Athleten mit der Norm unter 3,36. Und die Frage ist, was können die anderen Deutschen? Und die Frage ist, was kann zum Beispiel Gilbert Quermoy-Sult, der in diesem Jahr in Hengelo 3,38 gelaufen ist? Der Tempomacher ein bisschen schnell vorne, oder die anderen ein bisschen langsam, wie immer wir das wollen. Und ich hoffe, Sie orientieren sich nochmal. Einer kann hier nach vorne aufhalten. Denn er scheint doch ein bisschen schnell zu sein, was die Jungs da angeht. Wir feuern schon mal an, liebe Zuschauer. Auf geht es. 500 Meter bei den Männern. Und Marcel Kiskis. Und hinter dem Tempomacher, der jetzt nochmal in Zukunft bekommen hat, drei Kenianer und die Durchgangszeit für den ersten 56 und die anderen etwas über 58. Dann ist eine Zeit für unter 3,40, was da vorne gelaufen wird, das ist vollkommen okay. So, jetzt schließt das Feld ein bisschen auf. Wir schauen, wo die Deutschen sind. Sie sind auf jeden Fall dort in diesem kompakten Feld mit drin, auch Andreas Lange. Der war schon deutscher Hallmeister über 800 Meter vorne hinter dem Tempomacher. Drei Kenianer, die Pace angeben. Und wir gehen wieder rein, liebe Zuschauer. Letzte Laufentscheidung heute. Auf geht's! Letting, der Kenianer Kalinowski, der Pole, ist mit vorne. Und Marcel Fehr, der 5000 Meter Mann. Auch noch in Schlagweite, die nächste Zwischenzeit, dann die 800 Meter. Rennen ist jetzt ein bisschen langsamer geworden. Jetzt sind wir bei 2 Minuten, also das ist dann doch eine Zeit um 3,45, 3,43. Da muss man jetzt ein bisschen was bewegen. Und wir sehen Marcel Fehr mit vorne an fünfter Position. Der Mann von der SG Schondorf am 12.07. haben die dort ihr Sparkassen-Meeting, was er selber mit organisiert. Und wenn das Feld so kompakt ist, dann ist es nicht allzu schnell. Da haben einige noch eine Chance am Ende. Das vorletzte Mal auf der Zielgeraden. Jetzt für euch, liebe Zuschauer, kommt. Die Kenianer kompakt, da sehe ich Sebastian Kahn, Marcel Fehr, Andreas Lange noch mit dabei. Alle noch mit in die Rennen. Der Tempomacher ist gleich raus, jetzt kommt Marcel Fehr. Kalinowski ist dabei. Der andere Pole auch mit, Michael Rosmus. Und Marcel Fehr an zweiter Stelle, 13,31. Der Junge von der SG Schondorf, der in der Jugend vieles gewonnen hat, dann oft verletzt gewesen. Aber jetzt ist er wieder auf dem aufsteigenden Ast. 3,02 die Zeit. Am Ende eine Zeit über 3,40. Andreas Lange noch mit dem Rennen. Sebastian Keiner in der zweiten Gruppe. Andreas Lange, 200 Meter vor dem Ziel. Sebastian, Marcel Fehr. Kann es einen deutschen Sieg geben, liebe Zuschauer? Zwei Deutsche sind dabei, zwei Polen. Dann haben wir natürlich noch ein paar Kenianer. Fehr an zweiter Stelle, Lange an fünfter. Jetzt kommt der Pole draußen. Auf geht's, das Finale. Und es gibt einen polnischen Sieg, Michał Rosmus. U23-Rekord ist er gelaufen über 1500 Meter. Und der Pole gewinnt das Rennen hier über die 1500 Meter. Und jetzt hier auf Alexander Blei, der bei den Olympischen Spielen in der Türkei im Sommer an den Start gehen wird.